Hallo zusammen, ich bin Alena, das ist Alena Fußball und heute will ich über meine Gedanken nach den Ergebnissen von den zwei Spielen im Pokal-Halbfinale. So, wir wissen, dass Wolfsburg zerstört. Es geht Essen 9:0 und dass Bayern in einem gespannten Spiel gegen Eintracht Frankfurt gewonnen hat. So, im Finale wir haben Wolfsburg gegen Bayern München und es gab einen großen Unterschied zwischen diesen zwei Spielen im Halbfinale. So, ja, wir können sehen, dass Wolfsburg das ganze Spiel dominiert hat. Ja, Minute 14, Jules Brandt, erstes Tor und dann der Rest ist ja Geschichte. Für mich es ist es sehr traurig, weil sie wissen, dass ich sehr, sehr die SGS liebe. Ja, für mich so traurig. Für mich es ist positiv, dass Vivien Endemann ja drei Tore erzielt hat, weil ja, für mich sie ist eine große Spielerin. Ich spiele sie als Stammspielerin in der Nationalmannschaft sehen. Ich denke, dass es ist nicht gut, wenn im Halbfinale solch ein Endstand wir haben. Es ist ganz klar hier, dass die SG war kein Mitkonkurrent für Wolfsburg. Ja, schade. Aber im Gegenteil haben wir dieses großartige Spiel. Es war sehr hervorragend. Ja, Sie wissen, dass ich Eintracht Frankfurt unterstütze. Ja, in Frauen-Bundesliga, mir gefällt sehr Eintracht Frankfurt, die SGS und den MSV. So, ja, es war super, dass im Halbfinale ich konnte diese beiden Teams unterstützen, so Eintracht und die SGS. Super, super Leistung von die Frankfurterinnen. Beide Teams hatten viele Chancen, konnten aber sie nicht verwandeln. Ich war sehr begeistert, dass ich Pia Volta sehen konnte. Voltas Leistung hat mir sehr gut gefallen. Und wir müssen sagen, dass Eintracht ein bisschen glücklich war, so, weil Lea Schüler konnte nicht einen Kopfball verwandeln. Dieser Kopfball von Lea Schüler konnte der Unterschied sein, aber glücklicherweise die Geschichte war ganz anders und am Ende hatten wir Elfmeterschießen. Ja, Maria-Lisa Groß war sehr groß. Hier die Mentalität von den Frankfurterinnen spielte ein wichtiger Rolle, weil man konnte sehen, dass die Elfmeter nicht gut ausgeführt worden. Deshalb Groß konnte sie halten. Ich sage nicht, dass es war nur Glück. Sie sagte, dass sie diese drei Elfmeter gehalten hat, weil sie Bauchgefühl hatte. Aber nein, das denke ich nicht. Sie konnte die Frankfurterinnen reden. Ja, hoffentlich nächstes Jahr haben wir im Finale Essen und Eintracht. Warum denn nicht? Gerücht: Enna Mahmutovic nach FC Bayern. Man, wenn es bestätigt ist, für mich es ist keine gute Nachricht, weil ich weiß, die Ersatzbank auf sie wartet. Ja, es ist nicht gut. Hoffentlich kann sie ein weiterer Verein finden, wo sie ja, als Stammtorhüterin sein kann. Und ja, in den Kommentaren, wir können zum Beispiel das lesen. Talentenverschwendung, wenn sie hinter Maler auf der Bank sitzt. Ja, natürlich. So, ja, nicht gut. Hoffentlich ein anderer Verein sie verpflichten kann. TSG Hoffenheim zum Beispiel. Sie haben Martina Tufekovic, aber ja, Martina Tufekovic oder
in Leverkusen. In Leverkusen, wir haben Red Bull, aber beide haben ein paar Fehler gemacht. Und in dem Fall von Enes Mamutovic, ich in dieser Saison eine super Leistung gesehen habe. So, warum denn nicht? Ja, danke sehr, dass ihr dabei seid. Abonnieren Sie meinen Kanal. Daumen hoch, kommentieren Sie über meine Gedanken nach dem Pokalergebnisse und dieses Gerücht über Enes Mamutovic nach Bayern. So, danke sehr und ja, ich bin Alina, das ist Alina Fußball und wir treffen uns nochmal im nächsten Video.